gehen. Warte, warte, warte. Nein, nein, nein. So mit den Flügeln wedeln, das tun wir nicht. Ich werde dir mal beibringen, wie man geht, schleicht und redet und denkt wie ein Mann. Also, wir fangen mal mit dem Gang an. Ihr Weiber watschelt ja wie Enten in einer Brise. Männer stampfen, als würden sie Kugeln zertreten. So, nun komm, jetzt versuch es mal. Ich fühle mich wie ein Idiot. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zum Mannsein. Und? Was muss ich noch lernen? Tja, was musst du noch lernen? Männer sind recht ungeschliffen. Wir spucken gern, kratzen uns und ziehen immer die Hosen hoch. Weißt du, das wollte ich schon lange wissen, wieso sich die Männer immer die Hosen hochziehen müssen. Wie kann man das am taktvollsten ausdrücken? Das tut man, um sicherzugehen, dass der Laster nicht seine wertvollste Ladung verliert. Was lernen? Wenn das Mädchen geht vorbei, dann geben sie auf eine ganz spezielle Art laut. Hey du, Mama, süße Baby! Du, Baby, hier steht dein Traum. Schleich hier zu mir und küss den Pflaum. Sehr gut, genauso ist es richtig. Okay, dann kaufe ich mir jetzt mein Auto. So, und jetzt werde ich mir einen fahrbaren Untersatz besorgen. Strohsack. Karl, dieses Baby wiegt ja eine Tonne. Und jetzt gib sie mir wieder. Weißt du, ich sehe mich im Geiste oft bei der Profi-Bowler-Tournee. Ja, und dann reise ich von einer Stadt im Mittleren Westen zur nächsten und hänge die ganze Zeit mit Kerlen rum, die Merle heißen. Nicht schwul sind. Steve, gib mir die Kugel wieder. Es ist das Meisterschaftsspiel. Ich wurde soeben im Fernsehen interviewt. Und jetzt gibt es nur noch mich und Earl Anthony, Mann gegen Mann. Steve. Ich trete an die Linie. Ich ziele genau. Und jetzt nehme ich Anlauf. Eins, zwei, drei. Ja? Ja, was? Ja, du warst es. Und du bist es auch schon immer gewesen. Das ist nicht nur eine Stereoanlage, Steve. Das ist der Oberhammer. Oh, dann lass mich mal meinen Lieblingssender hören. J-R-U-D-U, das heißt Jodeln rund um die Uhr. Ein Nüssler in Ehren kann niemand verwehren. Kann ich mir vorstellen. Willkommen daheim, ihr Winslows. Was machst du denn da, Steve? Ich räume ein bisschen auf, aber eigentlich habe ich auf